So, und hallo, herzlich willkommen, hier ist wieder euer Jockel. Wir sind hier an den Marmor-Gebäude, Bahnhof, und es regnet, ne? Augenblick, das hört sich so an im Fall. Regnet das? Ja, es regnet, okay. Nicht verhört, alles klar. Ruhige, besinnliche Musik, das ist schön. Ja, was soll ich sagen? Die Bahnstrecke ist fertig. Wir fahren einfach mal los, würde ich sagen, und ihr dürft die Strecke genießen. Ich glaube, die Musik ist laut genug. Der Game Sound ist auch sehr laut, ne? Urlaut! Geht eine Weile so. Also, ja. Gießt euch einen Kaffee ein mit ein bisschen Gebäck. Es kann eine Weile dauern. Ja. Ist das nicht schön? Ja, so ein paar Türen, die dahinter, kann man noch ein bisschen kundschaften gehen. Wenn wir mal Langeweile haben. Ja, ne? Das ist noch die einfachen Anschlusstunnel an den großen Tunnel am Ende, der etwas breiter ist. Oh, schön viereckig, ne? Wir müssen hier vielleicht mal zwischendurch so ein paar Sachen einbauen, die es ein bisschen unterbrechen. Dieser Tunnel, richtig ein Tunnelblick. Ihr werdet ganz schläfrig, so langsam. Bekommt euch die Müdigkeit. Hypnose. Also, so, nein, wollen wir nicht. Ja, mache jetzt keine Fernsehhypnose, das ist jetzt nicht gewollt. Das ist jetzt. Bietet sich aber an hier eigentlich, ne? Hier so mit den Schatten, die jetzt relativ regelmäßig sind. Und die Fackeln. Ja. Also hier werden wir gleich automatisch rausgeschmissen. Ich weiß, genau. Ich habe hier so ein Aktivierungsgleis, oder wie nennt das sich? Ja. Und da schmeißt er uns raus hier, ne? Hier ist ja unsere kleine Raststätte, ne? Hier, kennt ihr? Kennt ihr? Ist da was drin? Eigentlich noch zum Brutzeln? Nee, nichts drin. Da ist nichts drin. Was haben wir hier? Nur Stein. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Also hier hat sich nicht so viel getan. Wir haben mal hier kurz gucken, wenn wir schon einen Zwischenstopp machen. Könnt ihr sehen, ne? Blabla. Hier, so, es geht da bis da hinten hin, und hier sind die Räume auch noch nicht fertig. Wie man sieht, öffne die Tür und Wand. Hm? Also, das kommt noch. Und hier breitet sich so ein blödes Hüllensystem. Man kommt auch hier rein, siehst du? Hier so ein Hüllensystem. Also, hier haben wir noch ein bisschen mehr zu tun, um sich da Räumlichkeiten einzurichten. Und hier kommen auch noch die Lampen noch. Das muss auch noch gemacht werden. Und auch in der Bahnstrecke müssen noch ein paar Lampen rein. Ich habe noch ein paar Lampen gefunden in unserem kleines Feriendomizil. Ups. Achso, die Lore steht hinten. Ich suche die schon, die Lore. Ne, wer wohnt hier? Hier ist ja vom Fuki der Raum. Tja, den Zeit kann sie sich mal selber zeigen. Das mache ich nicht. So, dann fahren wir mal selber weiter. Und weiter geht's. Legt euch wieder zurück, die Fahrt geht weiter. Oh, so schön. Jetzt kommen wir in den. Ja, in den etwas schöneren Tunnelteil, der etwas geräumiger ist. Und da ist noch Platz für noch ein Gleis. Mhm. Aber ist im Moment noch nicht vorgesehen. Also noch habe ich da keine Verwendung für diesen Platz. Vielleicht irgendwann, wenn wir vielleicht hier irgendwo noch eine Abzweigung bauen müssen, weil irgendwo sonst wo noch eine zentrale Stelle ist, die irgendwie wichtig ist. Dann, kann man da noch ein Gleis lang legen. Das ist dann flexibel einsetzbar. So. Ja, was haben wir noch so Bauprojekte vor uns? Ich habe noch, da gibt es noch eine alte Bahnstrecke, die ich noch ein bisschen verschönern muss. Da ist noch ziemlich rudimentär gebaut worden. Das, ja, das muss dann auch noch ein bisschen glatt gezogen werden. Dann, achso, ja, dann möchte ich die
die Baufläche unter Wasser noch vergrößern. Ja, da stehen ja bis jetzt da, mal 4 Häuser oder so unter Wasser stehen. Das ist ein bisschen wenig. Das kann man ja nicht mal als Dorf bezeichnen. Als Wohngemeinschaft vielleicht oder so, aber das war es dann auch schon. Das möchte ich vergrößern. Das möchte ich viel größer haben. Mal gucken, wie ich das mache. Ich werde das wohl so machen, dass ich, also ein Block unter der Wasserlinie baue und die Hoffnung, dass die Erde über mir die Wasser fernhält. Sonst muss ich das halt stellenweise flicken, ist klar. Dann mal gucken. Weiß ich auch nicht genau, wie ich das machen werde. Das werden wir uns überraschen. Ah, nee, aber das werden wir erst die Glas. Genau, wir werden erst das Glas, wir müssen jede Menge Sand mitnehmen. Erst das Glas drüber bauen, über die Fläche. Glaube ich ja, ist besser. Und dann da unter die Erde wegziehen. Das ist, glaube ich, besser. Oh, braucht mir irgendwie. Das wird anstrengend. Was soll man mit Glas drüber bauen? Das ist nicht ganz so schwierig, wie etwas wegbuddeln zu müssen. Na gut, wir müssen dann hier und da bestimmt eine Stelle glatt ziehen. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Mit eurer Hilfe klappt das sowieso. Oh, hier haben wir auch nochmal was noch zu plündern. Ich muss unbedingt dann denken, die Gebiete geplündert sind, dass ich da einfach die Tür raushole und zumauer. Ich muss natürlich das richtige Stein mit haben, wie man sieht. Kann ich ja nicht beliebige Steine hinhauen, das sieht ja doof aus. Oh ja, das fahren wir ja auch knappe 8 Minuten schon, ne? Eine Minute können wir abziehen wegen der kurzen Besichtigung der Zwischenstation. Ja, so die Haltestelle des Wartungsteams. So. Mal sehen, dass ich dieses Gleis da per Schalter ausschalten kann oder so. Das muss aber in beiden Richtungen passieren können, ne? Also, und Ruderschaltung, wie nennt man das? Oh, ist das super. Ich habe jetzt gerade alle Fenster zumachen müssen, weil das draußen sehr laut ist. Aber es kommt nichts mehr von der frischen Luft rein. Es bleibt sehr verfahren. Hui, so. Ach übrigens, hier sind wir wieder in einem älteren Bautunnel. Ja, zwar auch noch geräumig, aber eben halt nur eckig. So. Was? Mhm. Ja, 9 Minuten. Ja, schöne Fahrt. Ja, schöne Fahrt. Ja. Und jetzt müssen wir auch nochmal zurück. Schön. Hi, kannst du nicht lesen? Er kann nicht lesen. Er konnte nicht lesen. Er stapelt hier rein, einfach sagt hi und tut so, als wenn nichts gewesen ist. Jetzt lacht er mich aus. Ich muss ihn gleich verprügeln. Was ist so lustig? Erzähl mal. Da brauche ich nichts mehr zu erzählen. Mir geht auch das Thema aus, weil der Tunnel ist jetzt schon 10 Minuten lang. Wir fahren noch. Ah, langweilig. Was möchtest du? Du darfst dann rausgehen, wenn du nichts möchtest. Wenn nichts Wichtiges ansteht, kannst du hier rausgehen. Ich mache deswegen nehme ich am Tage ungern auf. Es geht auf jetzt. Ja, schön. Haben wir es gleich geschafft. Oh, da ein Creeper. Da muss ich aber ganz schnell dran vorbeifahren. Ich hoffe, der macht nichts kaputt. Nicht kaputt, gell? Ne? Nichts. Oh, Glück gehabt. Scheiß Creeper hier. Den Creeper. Den muss ich mal gleich töten gehen, glaube ich. Oh oh. Nö, ja, ich bin ja vorbeigefahren, aber. Jetzt ist er weit weg, das kann ja nichts mehr tun. An diesem darf man auch nicht draufhauen, einfach dran vorbeifahren. Schnell dran vorbeifahren. Also falls du mal in Genuss kommst, hier lang zu fahren, dann einfach vorbeifahren. Ja, nur doof, wenn der Creeper auf dem Gleis steht, dann ist vorbei. Das ist scheiße. Dann musst du rechtzeitig abspringen. Und dann den Creeper mit einem Pfeil abschießen.
Aber stand ja neben dem Gleis. Ich glaube, die gehen auch nicht auf die Gleise. Bleiben wir mal neben den Gleise. Aber das ist blöd, dass einer gespawnt ist. Das ist ja schon scheiße. Wir haben jetzt 12 Minuten Fahrt hinter uns. Oh, es laggt. So, schließt du. Dum-di-dum-di-dum. Ich geh ab. Sind wir denn gleich da? Sind wir gleich da? Sind wir gleich da? Will gleich da sein? Das ist langweilig. Warum weißt du? Ah, wir sind da, wir sind da. Ich sehe das Ende. Das Ende. Tunnel. Und jetzt dürfen wir das gleiche nochmal zurückfahren. Ist das nicht schön? Hier ist das Ende. Herrlich, oder? Und ich habe kein Bett mitgenommen, es ist Abend. Fuck. Meine fucking Scheiße. Nee, das Dorf ist noch weiter weg. Da muss man eine ganze Weile laufen. Aber ich habe kein Bett mit. Ich muss schlafen jetzt eigentlich erstmal. Auch keine Wolle am Start. Verdammt. Das ist blöd. Ich habe keine Wolle mitgenommen. Das ist richtig. Weil ich wahrscheinlich gerne sterben möchte. Anscheinend. So, jetzt holen wir hier hin. Was möchtest du? Aber guck mal, hier habe ich hier Absturz. Ne? Kann nicht mehr runterfallen hier. Guck, ja, kann nicht mehr runterfallen hier. Ist jetzt sicher, ne? Kann hier nicht mehr runterfallen. Habe ich schon sicher gemacht. Ja, nur als man springt. Ja gut, haben wir selber Schuld. Oh, jetzt im Dunkeln, jetzt durch den Wald laufen. Nee, da habe ich Angst. Ja. Sonst würde ich ja gerne die Strecke mit euch ablaufen, aber ja, das ist mir ein bisschen dunkel. Habe ich Wolle? Da auch keine Wolle. Ah, fuck. Ist ja. Verdammt, wenn ich keine Wolle mit habe. Und auch kein Bett mitgenommen habe. Hm, naja, dann bleibt uns nichts anderes, irgendwie einfach zurückzufahren. Ja, die Strecke zum Weihnachtsdorf, die latschen wir noch. Zu gegebenen Zeitpunkt. Ne? So. Achso, hier habe ich ja Lore, habe ich hier drin. Lore, da. Das backe. Ach, da Steinbinder gebacken. Steine. Brauche ich jetzt aber nicht so dringend. Wo sei denn? Unterwegs geht mir ein Creeper hoch. Dann braucht man das schon, ne? Alles klar. Das ist egal, wo ich das Ding hinsetze. Abfahrt. Tschüss. Komm wieder zurück. Hm. Guck mal, ob der Creeper noch da ist. Ich hoffe nicht. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich soll das weggehen. Na, manchmal spawnen die wieder. Hier ist auch zu viel Schatten. Ich kann auch noch einer spawnen. Einfach zu wenig Fackeln. Ja, zu weit auseinander. Muss immer 1, 2, 3. Ah, muss ich noch. Das Problem muss ich noch fixen. Papa, eben sind wir. Oh, Schulter, Schulter weh. Aua. Schulter, nicht Hals. Das ist die Schulter, nicht der Hals. Ja, das weh. Ja. Wenn ich kratzen drücken muss, oder das. Aua, dann kratzt mich ja. Tut mir noch mehr weh. Aua. Ja. Du quälst mich. Du brauchst den Finger in meinen Fleisch. Wenn du vorne durchkommst, dann hast du zu doll gedrückt. Ja. Ja, sehr freundlich von dir. Dankeschön. Ja, geh schlafen. Warum denn nicht? Komm, Sandmann ist schon durch. Lass schlafen gehen. Nein, ich hab zu tun noch. Tschüss. Ja, gute Nacht. Ich habe schon gehofft. Ich wollte schon sagen, endlich. So. Ich mache nur eine kurze Aufnahme, weil es wird dann zu nervig hier. Du musst doch die Ruhe haben. Irgendwie klappt das sonst nicht. Krieg ich wieder Hasenohren? Papa? Ja. Ich weiß, dass du Hasenohren machst. Die Kamera ist nicht an. Du brauchst Papa, nicht hoffen. Hier oben dann, wie das aussieht? Nein, die Kamera ist nicht an.
das ist die Kamera. Ja, die ist nicht an. Die habe ich nicht eingeschaltet, also mich kann man nicht sehen. Und dich kann man auch nicht sehen. Und nur das. Nur hören. Man kann dich nur hören und dieses tolle, spannende Tunnelbild ist zu sehen. Nur das da. Ja, also super spannend, oder nicht? Findest du nicht? Ist so toll. Hä? Oh, guck mal hier. Spannend. Da war doch vorhin spannend, da war ein Creeper im Weg. Das war schon spannend genug. Muss reichen. Hier ist auch ein Creeper, glaube ich. Dein Stofftier ist bestimmt ein Creeper. Ja. Okay, also. Ja, warte mal. Noch ein. Achtung, Das wäre ja wohl mein Albtraum, wenn hier jetzt ein Creeper hochgeht, weißt du? Ich habe kaum Baumaterial mit, um das zu reparieren. Explodiert. Ja. So, fällst du gerade? Schön. Nein. Schade. Hä, jetzt leuchtet das hier so komisch. Aber es wird dicker Mensch. Huch, bin ich ausgestiegen? Nein, warum steige ich denn aus, ich Trottel? Nein, wieso schießt der und steigt nicht ein? Spacken. Da versteht kein Mensch, warum das jetzt. Auf die Shift-Taste gekommen. So. Was ist so lustig? Ist nicht lustig. Das ist gar nicht lustig. Ich fühle mich ausgelacht. Das ist überhaupt nicht witzig. Ich will auch gar nicht witzig sein. Mano, wird hier ausgelacht. Nein. 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 Du wolltest ins Bett gehen, hast du gesagt. Nee, ich wollte nichts Witziges hören. Wir wollen nur diese... Wir wollen diesen schönen Tunnel einfach betrachten. Wir wollen einfach, wie schön dieses Bauwerk, dieses Kunstwerk schon. Wollen wir uns einfach betrachten, weißt du? Und der Creeper ist übrigens weg gewesen. Ja. Und hier ist zur Hilfe, Creeper. Das ist doch die Spawn. Ja. Aber ich muss unbedingt mehr Fackeln tun oder eben halt. Schreib alle Kommentare. Was ist das? Ah. Hm, ja, das hören die. Das hören die, wenn sie die Stelle des Videos auch noch angucken. Ich glaube, die meisten gucken sich nur 3 Minuten meines Videos an und sagen, oh Gott, wie langweilig. Schnell aus. Hm, nein, ich weiß nichts. Ja, das kann ich schon machen. Aber das kann ich ja blockieren. Ja, ich kann die Kommentare sortieren und sagen, der wird gezeigt und der wird nicht gezeigt. Ja, Edgybatch. Bisher habe ich das, bisher habe ich bisher nur Werbung ausblenden müssen, sonst alles andere habe ich dann auch gepostet. Habe ich. Dann lass das bitte. So. So. Sind wir gleich wieder da. Ja. Aber das. So. Papa, dieser Weg, der ist schön. Der ist schön, ne? Ja, ne? Ja. Schön, ne? Hab ich schön gemacht. Hab ich schön gebaut. Hab ich einfach schön gemacht. Bin so gut. Bin der Beste. Das sollte Architekt werden. Ach, der Creeper. Oh, nö. Ach, der Creeper. Nein. Nicht die Hand, bitte. Die mit der steuere ich. Achtung. Ach, der Creeper. Oh. Nein. Kann mal einer dieses Kind wegsperren? Ja. Im Keller, in den Keller anketten und zuschließen. Schlüssel wegschmeißen. Ah. Ich halte es nicht aus. So. Ich habe ein widerliches Kind zu verschenken. Möchte Anna das haben? Geh weg. Geh weg, du widerliches Kind. Hey. Was denn? Ich habe nichts gesagt. Habe ich nicht. So. Habe ich nicht. Was? Wie redest du mit mir? Ja. Guck mal, wenn du so fette Ohren hast. Hey, du Bengel. Hey, du Bengel. So dick. Geh mal weiter. So dick. Weitergehen. Weitergehen. Nein. Tschüss. So dicke Ohren. Schrei nicht so.
Werde ich alles rausschneiden. So. Und da sind wir schon hier in, ja, am Wartungscenter. Und dann werde ich einmal rausgeschmissen und dann fahren wir weiter gleich. Zombie-Stück. So. Und weiter geht's. Hä? Warum? Na, warum? Warum eben? Warum hast du angehalten? Der hält an. Ja, warum bist du rausgeschmissen? Weil ich automatisch, da wirst du automatisch rausgeschmissen, damit du die Station da nicht verpasst. Das ist auch gut so. Weil, ja. Sonst fährt immer die Lore weg. Das will ich ja nicht. Wenn ich da mal raus muss und Material holen muss. Ob hat das da überhaupt Schärfe drauf? Hm? Was für jetzt Schärfe drauf? Mein Schwert hat Schwungkraft drauf und Bannen drauf. Aber Bannen ist nicht so gut. Bannen ist bei Skeletten und Zombies gut. Was? Bei Skeletten und Zombies ist das gut. Was? Ja. Ja. Bei Creeper-Spinnen und so, da ist es nicht so gut. Ja. Au. Ja. Das ist mit denen hat man ja auch am meisten zu tun. Oh, ich habe noch gar nicht so viele Level jetzt gerade. 17, das ist nicht so toll. Ich kann nur einen durch diese Türen laufen, da sind so viele Zombies. Ich brauchte so viele, um meine Waffen zu verbessern. Warum soll ich eine Diamantaxt für Verschwendung? Ich kann auch Holz mit der Eisenaxt hacken. Die Spitzhacke reicht, dass sie aus Diamant ist. Weißt du was? Mhm. Ich habe eine Holzspitzhacke, die hat einfach Effizienz, glaube ich, 4 und hat aber kein 3. Ja, ja, du brauchst ja. Du brauchst nicht mit deinen Cheater-Dinger kommen, die du dir zusammengecheatet hast. Ja. Natürlich. Ja, ja. Da hast du auch gecheatet. Dein Kreativmodus kriegt ja alles zusammen. So. Ja, wir haben siehst du? Ja, Kreativmodus. Ja, ja. So, bitte los. Habe ich die Lore da rausgenommen? Ja. Aber ich brauche ja trotzdem weiter. Ich muss ja weiterfahren. Augenblick, wo muss ich denn hin jetzt eigentlich? Ich muss hier weiterfahren auf jeden Fall. So leid es mir tut, es geht weiter durch Tunnel. Fischmarkt? Ja. Fischmarkt? Ich habe gar keinen Fischmarkt. Nein, ich habe keinen Fischmarkt. Nein, ich habe keinen Fischmarkt. Und Fischmarkt, gar keine schlechte Idee, im Fischmarkt zu bauen. Was ist dein Hauptarm? Gut, der hat so einen Hafen, ne? Hafen, den wir noch nicht haben. Aber was ist dein Lieblingsessen bei meiner Frau? Steak. Schnitzel. Das ist Steak. Ich, aber mein Lieblingsessen bei meiner Frau ist Schnitzel. Steak und Brot. Und mein Lieblingsessen bei meiner Frau ist Schnitzel. So ist Schnitzelparty. Jo. Jetzt haben wir 25 Minuten mit Fahren verbracht, ne? Okay, es geht noch weiter. Wir müssen noch weiterfahren. Ich glaube, das wird noch 8 Minuten. Oh, ich glaube länger. Die Fahrt geht noch länger. Wir müssen nochmal umsteigen. Ich glaube, das wird noch. Und dann fahren wir dann in die Unterwasserstadt. Was? Ja. Die noch gebaut wird. Allerdings ist ja noch keine Stadt. Was brauchst du noch? Ich erweitere sie. Wird größer gemacht. Was? Ja. Echt jetzt? Ja. Na, cool. Cool. Das dauert lange. Das werde ich auch. Ich werde nur in dieser Folge dahin fahren. Ich muss auch ganz viel Erde mitnehmen. Sand mitnehmen. Ganz viel Sand muss ich einpacken. Hopp. Haben wir hier kleine Aufbauprobleme? Loch. Dann wären wir schon mal hier. Zack. Aua. Was? Aua, du hast mich gehauen. Hab ich nicht. So, Aua. Wo muss ich jetzt was hier? Irgendwo? Nein. Zum NPC doch war es auch nicht. Wo muss ich denn hin jetzt überlegen? Ah, ich muss hier unten weiter. Ich muss da jetzt weiter. Aber vorher nehme ich die, oder habe ich da genug Baumaterial? Habe ich da genug Baumaterial? Ich hoffe, es ist genug Baumaterial. Aber Eisen hätte ich mitnehmen sollen, ich Trottel. Ich habe kein Eisen mitgenommen. Das ist jetzt aber doof. Das ist sehr doof.
Das lässt sich jetzt erbauen. Ich renne aber nicht zurück. Wir fahren jetzt einfach weiter. Scheiß drauf. Also, ich werde ja schon Eisen finden, denke ich. So, wir fahren jetzt erstmal hier weiter ab. Oh, ausschalten müsste ich das. Na gut. Warte, wir gehen jetzt wieder hier durch ganz alte Tunnel. Da, auf und ab. Ihr könnt mal in die Kommentare sein, wer kann besser machen, Papa oder... Ich kommentieren Gronkh. Kommen, ja. Ja? Ja. Du oder Gronkh? Ja, ich baue da eindeutig besser wie Gronkh. Nein. Doch. Ach. Ihr könnt mal schreiben in die Kommentare. Schreiben sie glücklicherweise nicht. So, jetzt weiter. Wo müssen wir hin? Lalalala. Ist hier, ist glaube ich auch eine. Ja, das ist auch eine lange Strecke. Yep, das Hopp. Wird aber sehr lang. Ja, es wird eine lange Strecke. Boah, viel zu viele. Hier, übertrieben viel. Was? Was willst du jetzt hören? Nee, nicht, wenn die flüstern. Flüster, flüster. Vorsichtig, du sollst das lassen, dieses Geturne. Geh in dein Zimmer turnen. Oder nach draußen. Das Wetter ist gerade schön. Du kannst rausgehen, turnen. Nee, dann schläfst du schon. So. Ich kann die andere Seite aufsitzen, dann höre ich dich gar nicht mehr. Oh, das kann dauern. Tollen Oberlichter gebaut, aber die bringen überhaupt nichts. Die leuchten nicht genug aus. Wieso hängt da oben eine Fackel? Hallo? Das ist ja Fall. Quatsch, wo hängt da oben eine Fackel? Warum hängt da oben eine Fackel? Warum? In dem Fall haben die Lichter nicht gereicht. Deswegen haben wir später angefangen, auch unten noch Lichter einzubauen. Die sind noch nicht so weit. Die sind noch nicht fertig. Das weiß ich. Achso. Das wissen sie schon. Das wissen sie schon. Wissen sie schon. Ja, so. So. So widerliche Kinder müssen halt oft gequält werden. Das ist immer so. Achso. Das tun sie sowieso. Das tun wir sowieso. Ja, guck, hier haben wir die Lichter unten. Aber warum haben wir hier oben noch... Da haben wir nur Glowstone reingetan, ne? Kein elektrisches. Also kein Redstone. Aua, es tut mir weh. Das tat mir weh. Hier ist ein Wasserkreeper. Da ist ein Fackel drin. Ja, okay. Ja, das muss ich auch nochmal fertigstellen, wie man sieht. Riesenkreeper. Tun wir nicht, okay. Ah ja. Ben, lass das bitte. Den Kopfhörer fällt das runter. Ja, ja. Gib dir gleich. Heftige Explosion. Oh, du bist so nervig. Was? Du bist so nervig. Ey! Du bist sehr nervig. So, mal gucken. Jetzt brauchen wir viel Glas. Mal gucken, ob wir genug Erde haben, und Glas, Sand und Glas zu machen. Weiß ich gar nicht. Was sieht es da oben aus? Hier ist keine Kiste. Hier haben wir eine Kiste. Und Schweine. Hier ist keine Kiste. Ich dachte, hier wäre noch eine Kiste, aber hier ist gar keine Kiste. Auf jeden Fall wäre hier jede Menge Sand, aber das wollen wir ja nicht wegmachen, das Sand, oder? Tauschen wir es aus gegen Stein. Wäre eine Maßnahme, ne? Das wäre eine Maßnahme. Hier kommen wir raus ins Wasser.
Oh, sehr zerklüftet, das wird sehr anstrengend. Ah, wird doch anstrengender, wie ich dachte. Shit. Das wird anstrengender, wie ich dachte. Ach, shit. Das wird ein Bergarbeit. Oh, Mann. Um unter Wasser länger atmen zu können, braucht man einen Kürbiskopf, ne? Ein Kürbis, Kürbis halt. Mal gucken. Hier haben wir Eisen drin. Auf jeden Fall noch einen Ofen. Ofen ist gut. Brauchen wir. Und Kohle haben wir auch. Das ist auch sehr gut. Dass wir so viel Kohle noch haben. Ein paar Fackeln nehmen wir mit. So. Hä? Fackeln? Ich nehme so. Aber kein Sand hier. Achso, ich wollte schlafen gehen, ne? So. Gute Nacht. So. Hey, falsch. So. Großer. Hallo. So, wo finde ich das Sand? Ich brauche Sand. Nix. Hier ist Sand. Sehr schön. Hier ist Sand. Jetzt nehmen wir alles. So viel? Ja. Dann brauchen wir den Ofen. Wo ist der Ofen? So da ist der Ofen. Viel. Da ist der Ofen. Machen wir aber nicht hier. Die Öfen packen wir hier hin. 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt. Wie genau? Faust auf Auge. So, zack. 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 Ich habe nur 2 coole Dinge mitgenommen. Gehen wir ein bisschen Hälfte ab. Achso, Quatsch, die Hälfte abheben. Dann kann man so. Und dann hier auch nochmal. Achso. Alles klar. Braucht noch mehr Kohle auf jeden Fall. Mehr Sand. Viel mehr Sand. Das Getreide. Das brauche ich jetzt nicht so dringend. So, aber an dieser Stelle melde ich mich ab für heute und ja, wir sehen uns demnächst. Euer Jockel. Ciao.